Mein Name ist Tineke Decker. Ich bin Holländerin, wohne aber seit fast 33 Jahren in Deutschland und bin, habe ich schon gesagt, wie alt ich bin? Nee, ich bin 62 Jahre. Anfang des Jahres haben wir in der Small Group gesprochen über unsere Berufung. Das kam wie ein Blitz, aber ich habe dann gesagt, ich weiß, was meine Berufung ist. Ich bin berufen, Vater zu sein. Aber ich habe das sehr eng gesehen, von Kindern, von Pflegekindern, aber nicht weiter. Da habe ich noch nicht daran gedacht, dass Ahmed schon seit Monaten Vater zu mir sagt. I have a new father, the new parents. The new parents and I'm so happy about them. I'm from Afghanistan. Now it's 6 months I come in Germany. But it's 6 months I know this family. They already helped me. Wenn sie mich Mama nennen oder Oma oder Mother, dann ist es so eine Bestätigung, dass sie wirklich angekommen sind. She's like mother to me, and with them I feel like I'm with my family. I feel good. Yeah. Es ist so leicht. Es ist überhaupt keine Hürde, auf Leute zuzugehen. Die sind froh, wenn man auf sie zugeht und einfach anfängt zu reden. I came to Germany on the 8th of August, which is 2014. It's a big day. You want to work, have your documents, and married a good wife. Es ist super, um zu sehen, wie sie ankommen. Nicht nur bei uns in der Familie ankommen, sondern auch hier in Deutschland, wie sie neuen Mut fassen, auch das Leben neu angehen wollen, weil sie sind erstmal, sie haben eine lange Reise mit vielen Schwierigkeiten, oft Todesgefahr hinter sich, und dann sind sie hier und werden in eine kleines Zimmer gesteckt und das kann dann lange dauern und dann kommt oft eine Depression. Before I meet Tineke, I always sit down alone thinking, wow, what to do? I know nobody. Things are so difficult. So since the first day I meet Tineke, things are getting changed better and better, better and better. Der Oma sagt Opa zu mir, weil die Enkelkinder Opa sagen. Und der nennt sie Tineke Oma. Ein bisschen komisch, aber okay. I am a Muslim. Yeah, and as you can see, Oma saw me very good love. I don't care whether you are a Muslim or this and that. As far as I love you, I have to help you. Man merkt, je mehr man mit den Flüchtlingen in Kontakt ist, es sind Menschen so wie wir und Sehnsüchte wie wir haben. Und ich kann mir so gut vorstellen, wenn man selber in einem fremden Land kommt, wie hilflos man dann ist. Ich habe in Hebräer einen Text gefunden, der das sehr gut darlegt. Hier steht Hebräer 13, Vers 1. Liebt einander weiter als Brüder und Schwestern, das versuchen wir immer in der Gemeinde zu machen. Aber dann auch vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind, und sorgt für sie wie sie euch selbst.